Hallihallo, liebe Zuschauer, hier ist der Pip-Pip-Pip-VK mal wieder. Ich habe, wie gesagt, per Offscreen gerade die beiden Kanonen gebaut. Ich habe alles mit der Aufnahmesoftware endlich wieder hingekriegt, worüber ich mich sehr freue, denn ich habe bereits, wie gesagt, Faden verloren. Ach ja. Probeaufnahmen getätigt und in denen schien es wieder zu funktionieren. Das hier ist jetzt wieder eine normale Aufnahme, die ich dann auf YouTube stellen werde. Ich hoffe, sie läuft. Wir beginnen jetzt mal mit den Aufbauten des Schiffes. Denn ich habe so langsam satt, die ganze Zeit nur Rumpf, Rumpf, Rumpf und dann das Schiff hier komplett nackt ohne obere Aufbauten zu basteln. Ich bin mir nicht sicher, wie ihr das seht, aber ich finde, irgendwann sollte das Schiff auch mal ein paar Aufbauten kriegen. Wie gesagt, ich habe jetzt die beiden Kanonen offscreen gebaut. Wegen der immensen Zerstörungskraft. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Dann werfe ich das hier kurz raus. Sieben. So, jetzt hier. Da auch noch. Wie gesagt, dreiläufig, immense Zerstörungskraft. Werde ich jetzt diese Kanone einfach mal abfeuern. Also wie man sieht, ziemlich rapides Schnellfeuer, A64 Schuss. Wir folgen einfach mal kurz den Kugeln. Krass. Also das, wohin die treffen. Da möchte ich jetzt nicht gerade sein. Okay, erstmal wieder Welt ein bisschen generaten. Ja, je höher die Kanonen einfach gebaut sind, desto weiter schießen die. Okay. Nicht, dass ich mich jetzt hier noch verfliege. Hahaha. Lol. Ich bin so lustig. Eine leere Karte. Ah, da kommen sie ja wieder. Dann wollen wir mal kurz wieder in das gewöhnte Gebiet fliegen. Schmeißen wir die mal kurz weg. Okay, gucken uns noch mal diese Karte an. Ja, wie man hier sicherlich gerade sieht, sieht man die beiden gebauten Kanonen an Bord des Schiffes. Oh, sieht ziemlich imposant aus. Das muss ich ehrlich gestehen. Ist hier doch auch, oder? Also, ah ja, wie es leckt auch nicht mehr ganz so krass, mein Minecraft. Wie ich sehe hier und, ja, es ist immer ziemlich nervig, wenn es Nacht ist und man dann baut. Ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hasse es, nachts zu bauen. Ja, unser wunderbar beleuchteter Rumpf. Es tut mir übrigens leid wegen der letzten Folge. Das ist. Ich entschuldige mich nochmal vielmals. Jetzt mit Stimme und nicht per Text. Dass es so lange mit der nächsten Folge gedauert hat, aber mein PC hatte einen Festplattencrash. Die Welten bei Minecraft sind zum Glück nicht verloren gegangen. Wer möchte, kann es gerne überprüfen in den Videos. Ich habe nur die Fahne gebaut, was mir sehr leid hat, denn ich hatte ein Video dazu gedreht, aber komplette Sounddateien sind abgestürzt. Ich wollte einen kompletten ohne Tonvideo nicht hochladen, weil ich mag es nicht, wenn mir Daumen runter gezeigt wird. Versteht ihr? Ich mag Likes und ich mag es auch, wenn der Daumen runter eine ziemlich sinnvoll gemacht ist. Aber ich mag es nicht, wenn irgendwie ein Daumen runter kommt, nur weil meine Scheißaufnahmesoftware namens Bunnycam. Das mit Scheiß habt ihr übrigens gerade nicht gehört. Versagt hat. Ergo, ja. Ja, ich glaube, die Entfernung zum Geschütz. Ja, ich gehe noch mal eine Reihe weiter nach hinten. Dann ist die Entfernung zum Geschütz groß genug, so dass ich dann mit den oberen Aufbauten anfangen kann. Also wir werden in dieser Folge jetzt wirklich nur die Aufbauten bauen.
Ja, wie ihr gesehen hättet, ich kann das eigentlich mit der vorderen Kanone auch mal demonstrieren, aber dazu muss ich die nachladen und der Pip-Pip hat gerade nicht so viel Bock da und nachzuladen. Ich werde das einfach kurz dann mal cutten, während ich diese Kanone nachlade und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie gesagt, Kanonen sind nachgeladen und feuerbereit. Und jetzt wollen wir da mal. Oh. Oh, mit Pech geht diese Kanone nach hinten los und schießt mir voll auf mein Deck. Aber wie es aussieht, habe ich Glück und sie schießt nicht drauf. Also, wie man sicherlich hier schon sieht, immense Zerstörungskraft setzt ziemlich viel in Brand. Ich finde es ziemlich kacke, dass ich kein Video darüber gemacht habe, als ich zum allerersten Mal eine dieser Kanonen getestet habe. Oh. Let's jump in this fat hole. Diggy diggy hole. Diggy diggy hole. Ah, bla 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 bla. Diggy diggy hole. Für die Leute, die es kennen. Der Song heißt Diggy diggy hole und ich höre den mir manchmal beim Navy Field spielen an. Nämlich, wenn ich sinke, denke ich mir immer: Diggy diggy hole. Ja, fettes, fettes Loch und ich bin abgesoffen. Ja, jetzt muss ich mal kurz. Wegen der Flammen hier leckt das so ein bisschen. Ich fliege einfach mal ein bisschen höher und dann hört das manchmal so auf, so hart zu lecken. Ja. Ja, ich glaube, ich muss. Nee, ich muss in die andere Richtung. Ja, aus dieser Richtung. Es ist gerade ein bisschen verwirrend für mich, denn ich spiele nur, wenn ich Aufnahmen mache auf dieser Welt und deswegen. Da ist es. Da ist der Chef. Sieht schon imposant aus der Luft aus, muss ich ehrlich sagen. Also was ihr da in diesen paar Folgen bis jetzt aufge... Oh, ja, was wir in den letzten paar Folgen hier aufgebaut haben, muss ich ehrlich sagen, finde ich ziemlich imposant. Imposant. Auch so ein blödes Wortspiel. Meine Güte. Heute sind wir mal wieder ziemlich imposant. Wir haben Sand im Arsch. Also, wem dieses Kommentar gerade nicht gefallen hat, muss es mir nur schreiben. Nun unterlasse ich eben solche Späße. Ich werde, wie gesagt, das hier ist ein Let's Build, in dem ich mich möglichst nach euren Wünschen richte. Nur das erste Bauprojekt, das habe ich entschieden, weil ich mir darüber ziemlich lange Gedanken gemacht hatte, wie ich vielleicht etwas wunderbar Großes zustande kriege. Und ja. Was ich übrigens auch ziemlich cool fand, ist, das muss ich jetzt mal kurz loswerden, mein Fail-Video von Navy Field. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal in die Beschreibung posten, falls ich es noch nicht getan habe. Fail. Die meisten Aufrufe hat, was ich ziemlich lustig finde. Denn es ist wirklich ein Fail. Währenddessen hat meine Folge 1 vom Let's Build die zweitmeisten und mein Minecraft Review die drittmeisten. Was mich ziemlich überrascht hat, denn mein Review, das gibt schon ein bisschen länger, aber es hat trotzdem nicht ganz so viele Klicks. Ja. Ich bedanke mich übrigens auch bei meinen Abonnenten, die mich bis jetzt schon abonniert haben. Denn jeder fängt mal klein an und ich wäre euch sehr zu Dank verrichtet, falls alle, die sich dieses Let's Build anschauen, mich ebenfalls abonnieren und ja auch kommentieren. Das ist mir sehr wichtig, denn ohne Kommentare bleibt dieses Schiff hier ohne Name. Wie ich es bereits in der letzten Folge gezeigt habe, man hat es zwar nicht gehört, aber ich habe das Schiff auf den Namen ohne Name getauft. Und so lange wird es bleiben, bis es einige vernünftige Namensvorschläge in den Kommentaren gibt. Denn darüber würde ich mich ehrlich freuen. Denn ein Schiff ohne Name ist. Solche Schiffe haben keine Seele, finde ich. Ja, bauen wir mal weiter in den Aufbauten, statt zu quatschen. Ja, ich muss mal kurz überlegen, wo war ich denn gerade? Ach ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das alles hier endlich mal ein bisschen so kommentiert, denn Kommentare schaden einem Let's Player nie und genauso wenig wie Abonnenten, also Abos. Vor allen Dingen, was mich auch ziemlich interessieren würde, wäre, wenn ihr mich weiterhin verbreitet, denn
Ich finde super, dass ich innerhalb von einer Woche fast 100 Klicks inzwischen auf meine 5 Videos, das ist jetzt das sechste, habe. Und ja, was gibt's denn sonst gerade zu erzählen? Ja, ich sehe gerade, ich nehme fast bereits 10 Minuten auf, wenn ich das jetzt zusammengeschnitten habe. Ich werde diese Folge, wie auch die letzten, so ein bisschen auf knapp 10 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger beschränken, wie so ziemlich alle Folgen, die ich mache. Und dann werden wir, glaube ich, für die nächsten 2 Folgen erstmal die massiven Aufbauten hier bauen, die wir dann nach und nach mit Gängen und allem versehen werden. Denn ich finde es immer viel entspannter, Aufbauten zuerst massiv zu machen und sich dann die Gänge und so etwas, weil reinzubauen, denn dann muss man nicht immer solche Mauern ziehen und alles. Das ist einfach leichter. Sagen wir es so. Ja. Oh, wir nehmen jetzt schon etwas über 10 Minuten auf. Deswegen sag ich jetzt gleich dann mal auf Wiedersehen, auf Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Let's Build hier. Ich ziehe nochmal kurz diese eine Reihe hier. Hier auch so. Und vergesst nicht, kommentiert mich, abonniert mich, subtrahiert mich, das am besten nicht, dividiert mich auch nicht. Multiplizieren und addieren, das dürft ihr gerne machen, vor allen Dingen mit meiner Klickzahl. Ja, bitte nicht Minus und geteilt durchrechnen, denn da kommt meistens immer niedrigere Zahlen raus und ich möchte nicht irgendwie mal an morgens aufwachen und dann nur noch zur Hälfte da sein, ne? Also, ja. Ich setze nur noch kurz diese paar kleinen Blöcke hier. Oh, schon 11 Minuten. Ja, diese Folge wird mal ein winzig kleines bisschen länger, so eine Minute, ne? Also abonnieren, kommentieren bitte, subtrahieren, multiplizieren, addieren. Was gibt's noch? Alle möglichen Wörter mit ieren, ergo. Glasimieren. Mir fallen gerade keine weiteren Wörter mit ieren ein. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dorthin sag ich Tschüss. Hier. Tschüss, euer Pip-Pip-Pip-VK.